Fanny! Fanny, die Preußen kommen! Wir müssen fliehen! Fliehen? Ich habe vor, mit dir in der Schweiz Unterschlupf zu finden. Zusammen? Natürlich zusammen. In Luzern habe ich Freunde, die uns helfen können. Oder wenn es dir lieber ist, nach Frankreich, nach England, nach Amerika. Überall gehe ich hin mit dir. Nur hier bleiben kann ich nicht. Die Preußen kennen kein Erbarmen. Franz, ich liebe dich, aber die Kraft fehlt mir, meine Familie zu verlassen. Wir gründen eine neue Familie. Das war auch mein Traum. Aber wenn ich mit dir bei Nacht und Nebel fliehe, ohne mich von meinen Eltern zu verabschieden, ohne ihren Segen, das bringe ich nicht übers Herz. Dein Vater hat uns die Freiheit geraubt, uns zu lieben. Warum fühlst du dich ihm gegenüber noch verpflichtet? Was auch geschehen ist, er bleibt mein Vater. Ich kann meine Eltern nicht einfach verlassen. Ist das deine letzte Entscheidung? Mein Franz, ich kann nicht anders. Dann muss ich fliehen. Noch in dieser Stunde. Ich liebe dich. Hast du Nachrichten von Papa? Kinder, schlaft jetzt. Ich bin mir sicher, euer Vater wird bald zurück sein. Wir machen die vielen Soldaten in der Stadt Angst. Oder wir werden Papa in die Schweiz folgen. Sie werden ihm doch nichts antun. Schlaft jetzt. Gott möge euch beschützen. Schlaf, mein Kind, schlaf leis. Dort draußen geht der Preuß. Dein Vater hat er umgebracht. Deine Mutter. Schlaf, mein Kind, schlaf leis. Wir, seine königliche Hoheit, der Prinz von Preußen, geben bekannt, dass am heutigen Tage, den 3. Juli 1849, preußische Truppen mit einer ganzen Division in Offenburg einmarschiert sind. Die revolutionären Aufstände sind beendet. Die alte Ordnung wird unverzüglich wiederhergestellt. Auf Befehl der preußischen Krone werden alle Feinde der gottgewollten Ordnung vollständig entwaffnet, all ihrer Ämter enthoben und ihrer
gerechten Strafe zugeführt. Wir werden eine scharfe Grenze ziehen zwischen denen, die das Recht an die gottgewollte Ordnung verteidigten, und denen, die an hochverräterischen Unternehmungen beteiligt waren. Schlaf, mein Kind, schlaf leis. Dort draußen geht der Preuß. Gott aber weiß, wie lang er geht, bis das die Freiheit aufersteht. Und wo dein Vater liegt, mein Schatz, da hat noch mancher Preuße Platz. Schreis, mein Kindlein, schreis, dort draußen liegt der Kreuz. Der Bürgermeister Gustav Reh hat seinen Rücktritt bereits bekannt gegeben. Alle Offenburger Gemeinderäte sind einstweilen ihrer Dienste enthoben. Gefahndet wird nach folgenden flüchtigen Hochverrätern: dem Apotheker Eduard Rehmann, dem Rechtskandidaten Franz Volk und den Medizinstudenten Karl Heinrich Scheible sowie Rudolf Reul. Ihr Vermögen wird beschlagnahmt. Bereits verhaftet und in das Offenburger Amtsgefängnis eingeliefert wurde Dr. Emmerich Barth.